In den letzten Wochen und Monaten gab es mehr Sets als alles andere. Neue, größere Packs gab es ebenfalls keine für die Sims 4. Was ich zu dieser Packstelle denke und ob Sets die kleine Pause überbrücken können, möchte ich in diesem Video besprechen. Aktuell ist es ja so, dass wir in letzter Zeit bei The Sims 4 wirklich nicht viele große Packs bekommen haben und ich dachte mir, wir reden in diesem Video mal so ein bisschen darüber, weil das ja auch einige Spieler so ein bisschen verwundert hat. Normalerweise war es ja auch in der letzten Zeit von The Sims 4 so, dass wir immer wirklich sehr viele große Packs bekommen haben, also relativ schnell hintereinander, zwei große Erweiterungen in einem Jahr. Am Anfang von The Sims 4 war es ja ein bisschen weniger, da haben wir teilweise nur eine Erweiterung im Jahr bekommen. Und dieses Jahr scheint es wieder so ein bisschen so zu sein, dass wir wirklich relativ wenige große neue Packs bekommen, dafür wirklich sehr viele Sets. Wenn wir jetzt mal so zurück überlegen, was denn die letzte große Erweiterung war, das war das Landhausleben Erweiterungspack. Das ist halt auch schon wieder 4 Monate her. Es ist halt am 22. Juli erschienen. Ja, ist doch schon eine ganze Weile her, wenn man das mal so in Relation setzt. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir diese Entwicklung nicht so ganz gut gefällt. Also klar, die Entwickler brauchen ja immer auch ein bisschen Zeit, um sich neue Packs auszudenken. Aber ich muss zugeben, dass diese großen Erweiterungen, Gameplay-Packs, Erweiterungspacks vor allem, dann doch The Sims 4 so ein bisschen am Leben hält. Und ja, es ist jetzt doch ein bisschen schade, dass gerade so wenig kommt. Es gibt auch viele Packs, die ich noch nicht so wirklich durchgespielt habe, aber ich finde, wenn man große Packs hat, das bringt dann immer direkt so einen frischen Wind auf jeden Fall mit ins Spiel. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Entwickler das wirklich relativ klar kommuniziert haben, dass es jetzt erstmal ja, keine größeren Packs in diesem Jahr mehr geben wird. Schon bei der letzten Roadmap, bei dem die Entwickler so gezeigt haben, was denn jetzt noch so für The Sims 4 kommen wird, standen nur Sets auf dem Plan und es wurde auch wirklich gesagt, Leute, das sind die Inhalte, die kommen, es wird keine Erweiterung geben. Finde ich eigentlich ganz gut. Wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, so 2017 war es, glaube ich, war es ja öfters mal so, dass die Entwickler gar nichts verraten haben. Dann kam auch mal so 4 Monate oder ein bisschen weniger, 3 Monate, vielleicht kein großes Pack. Man hat jeden Monat gedacht, okay, nächsten Monat ist es auf jeden Fall soweit. Es ist dann halt nie passiert. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass sie das zumindest klar kommunizieren. Das ist dann doch meiner Meinung nach recht wichtig auf jeden Fall. Dass man nicht so im Unklaren steht, finde ich dann eigentlich ganz gut. So ist es wenigstens ehrlich. Ehrlich gesagt würde ich mir fast wünschen, dass es wieder so ein bisschen läuft wie im letzten Jahr. Es ist ja nicht so, dass wir contentmäßig gar nichts bekommen. Wir bekommen ganz viele Sets, zu denen ich gleich auch noch komme. Aber ich muss zugeben, letztes Jahr hat es mir dann doch ein bisschen besser gefallen. 2 große Erweiterungen, vielleicht sogar 2 Gameplay-Packs. Accessoire-Packs hatten wir dieses Jahr auch nur 1. Wir hatten ja nur 1 Erweiterungspack, 1 Gameplay-Pack und 1 Accessoire-Pack. Ja, für mich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, recht wenig. Ich dachte auch immer, dass diese Meinung relativ weit verbreitet ist, was gar nicht so stimmt, wie ich in den letzten News-Videos erfahren habe. Da habe ich ja euch auch erzählt, dass das moderne Modeset so eines der letzten Packs in diesem Jahr sein werden. Und ja, ich dachte, da kommt jetzt ganz viel Hass in den Kommentaren, war aber gar nicht der Fall. Viele von euch haben auch gemeint, dass sie sich wünschen, dass die Entwickler lieber gerne ja, mit den Packs mal aussetzen und Probleme beheben und vielleicht auch neue Basisspiel-Features einbauen. Bin ich natürlich bei euch, aber irgendwie, ja, ich muss zugeben, die Landhausleben-Erweiterung war wirklich sehr cool. Sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber die Sims 4 Packs sind vom Umfang meiner Meinung nach immer so ein bisschen klein geschnürt, wenn man das so sagen will. Im Vergleich halt zum Beispiel zu The Sims 3 Erweiterungen. Nicht alle, aber bei manchen, ja, denkt man sich dann halt schon so nach ein paar Monaten, okay, jetzt bin ich eigentlich durch. Und da ist es dann halt immer ganz gut, wenn dann ein neues Pack kommt, wenn man dann irgendwas Neues hat, worauf man sich so freuen kann. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht so nächstes Jahr so ein bisschen weitergeht. Ihr habt euch Fehlerbehebungen gewünscht. Ja, bisher, also mit dem letzten Update wurden ein paar Fehler behoben. 12 waren es, glaube ich, mit dem davor 1 Fehler, bisschen traurig.
Es gab ja auch Gerüchte, das habt ihr auch in einem der letzten News-Videos hier erfahren, dass die Entwickler wirklich ja, das Basisspiel überarbeiten wollen, mit neuen Features ausstatten wollen und dann in dem ja, Atemzug auch ganz viele Fehler beheben wollen, was ich natürlich sehr gut finde. Und dann, wenn da wirklich ein wirklich großes Update kommt, von denen wir ja auch schon ein paar hatten, was jetzt so die Größe eines Kleinkinder-Updates hätte, ja, hätte ich ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Und dann im Nachhinein wäre es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir dieses Jahr nur ja, 3 größere Packs bekommen haben. Aber ja, wenn das mit den Fehlerbehebungen so weitergeht, wie es gerade ist, fände ich es dann doch ein bisschen mickrig. Es wurden ja nicht mal unbedingt Fehler behoben, die viele Spieler betroffen haben. Also gerade, dass die Sims immer rumstehen und sich manchmal nicht bewegen und ja, man einfach warten muss, bis die Sims mal weitermachen. Das ist ja dieser Simulation Lag. Da haben die Entwickler gemeint, dass sie sich daran setzen wollen und das beheben wollen. Ist schon auch schon eine Weile her. Wenn sie so Sachen beheben, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber diese kleineren Fehlerbehebungen gerade können das für mich jetzt nicht so gut ausgleichen, muss ich ehrlich zugeben. Um jetzt nochmal auf die Sets zu sprechen zu kommen, ich muss ehrlich zugeben, ich finde die Idee gut. Ich finde es cool, dass wir immer mal wieder jetzt neue Inhalte bekommen. Also statt, dass jetzt einfach gar nichts kommt, habe ich gern ein Set. Die letzten Sets waren von den Themen auch irgendwie recht gut. Das Pflanzenset fand ich von der Idee ziemlich interessant. Das Innenhof-Oase-Set hat mir beispielsweise auch ganz gut gefallen. Da fand ich die Idee gut. Man konnte fast ein ganzes Haus einrichten, nicht ganz, aber das hat sich zumindest irgendwie stimmig angefühlt. Und ja, auch jetzt zumindest das Thema vom moderne Männermode-Set, ja, wir reden jetzt nur über das Thema, finde ich an sich gut. Also, dass die Entwickler so kleinere Community-Wünsche, wie zum Beispiel mehr Pflanzen, ich glaube, es gibt viele, die sich mehr Pflanzen gewünscht haben, dass sie sich da wirklich ransetzen, das finde ich sehr gut mit den Sets. Aber wir müssen jetzt auch einfach mal sagen, wir haben jetzt, ich habe das mal ein bisschen durchgerechnet, wir haben jetzt 9 Sets in 8 Monaten bekommen, was wirklich eine erstaunliche Summe ist, wenn man mal bedenkt, dass beispielsweise das bei den Accessoire-Packs ganze 2 Jahre gedauert hat, bis wir 9 Accessoire-Packs zusammen hatten. Und bei den Erweiterungen bzw. Gameplay-Packs, da war es relativ gleich, da waren es ganze 6 Jahre. Und da muss ich dann doch zugeben, ja, ist schon eine ganze Menge. Wir bekommen in letzter Zeit wirklich sehr viele Sets, was ich an sich auch nicht mal schlimm fände, wenn sie stattdessen, beziehungsweise, ja, wenn sie dann weiterhin trotzdem große Packs rausbringen würden, was ja gerade leider nicht so ganz der Fall ist. Ja, weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich habe weiter auch nochmal ein bisschen durchgerechnet, gerade wenn wir uns alle Sets kaufen wollen, werden wir 45 Euro los, ist jetzt so ungefähr wie eine Erweiterung, kostet ja 40 Euro, je nachdem wo man es kauft. Das wären dann zusammengerechnet 186 Objekte, klingt erstmal relativ viel, weil ja viele immer der Meinung sind, dass die Sets sehr wenig Objekte haben, im Vergleich stimmt das nämlich auch, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man sich quasi für diese 45 Euro bzw. 40 Euro eine Erweiterung kauft, dann hat so eine Erweiterung dann durchschnittlich 377 Objekte, was dann ja doch nochmal eine gute Ecke mehr ist. Und dafür weiß ich nicht. Also es ist ja immer logisch, kleinere Dinge kosten meistens immer im Verhältnis mehr, als wenn man sich zum Beispiel eine größere Packung kauft. Die kleinere Packung hat meistens ja, vergleichsweise weniger Inhalt als die größere. Bei den Sets lohnt sich's halt meistens wahrscheinlich eher, wenn man sich wirklich nur vereinzelte Sets kauft und nicht wirklich alle Sets, so wie das manche machen, mir eingeschlossen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich lese ja auch öfters in den Kommentaren, dass ihr mit den Sets nicht so ganz zufrieden seid. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwickler vielleicht im nächsten Jahr dann besseren Kompromiss finden, vielleicht wieder größere Packs, ein bisschen weniger Sets. Hätte ich nichts dagegen auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema, zu dieser kleinen Packstille der größeren Packs, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt wäre ja auch eigentlich so der Zeitpunkt gewesen, wo meistens eine große Erweiterung gekommen ist. Haben wir dieses Jahr nicht? Stört euch das? Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit diesem kleinen Labervideo, in dem ich mal meinen Senf so ein bisschen zu dieser Thematik abgeben wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, ich würde sagen, da sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.